Johannes Leckküchner gilt als einer der einflussreichsten Autoren von Fechtanweisungen des deutschen Mittelalters. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gründern von Fechtstilen kann seine Biografie ziemlich exakt zurückverfolgt werden. Die folgenden Angaben zur Biografie Leckküchners verdanken wir den Ochs-Mitgliedern Julia und Carsten Lorbeer, die uns freundlicherweise erlaubt haben, ihre Forschungsergebnisse zu verwenden. Leckküchners Name in seinen verschiedenen Schreibweisen deutet darauf hin, dass er aus einer Familie von Lebkuchenbäckern entstammte. Aus dem Matrikelverzeichnis der Universität Leipzig geht hervor, dass er sich im Sommersemester des Jahres 1455 dort einschrieb und zwei Jahre später, am 17. September 1457, den akademischen Grad eines Baccalaureus erreichte. Am 27. September des gleichen Jahres erhielt er in Bamberg die Weihe zum Akolyt. Am 30. Juni 1478 schrieb er sich für das Sommersemester der Universität Heidelberg ein. Am 15. März 1480 nahm Johannes Leckküchner das Amt des Pfarrers in Herzogenaurach an, nachdem sein Vorgänger Pfarrer Johann Berger auf die Pfarrei verzichtete. Bereits zwei Jahre später, am 31. Dezember 1482, starb er im Besitze dieser Pfarrei. Dies war auch das Jahr, in dem seine bedeutendste Arbeit, die Handschrift CGM 582, welche heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München verwahrt wird, fertiggestellt wurde. Dieses Buch war dem Kurfürsten Philipp gewidmet. Eine frühere Niederschrift seiner Lehre, die Handschrift CPG 430, befindet sich heute in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Sie ist jedoch im Gegensatz zur reich illustrierten Münchner Handschrift nicht bebildert. Wenn wir versuchen, uns heutzutage in die Zeit des Mittelalters zu versetzen, tauchen vor unseren Augen Burgen, Edelfrauen und Ritter in schimmernder Rüstung mit einem Schwert in der Hand auf. In diesem Bild ist das Schwert allgegenwärtig. Es erscheint uns so, als wäre dies die einzige Blankwaffe für alle und für jeden Zweck gewesen. Eine Waffe für jedermann und jederzeit? Das wäre ungefähr so, als würden auf den Straßen nur noch silberfarbene Mercedes SL unterwegs sein. Unbestritten gute Autos, aber für jedermann und jederzeit? Unrealistisch. Genauso unrealistisch ist es, dass es nur eine Blankwaffenart im Mittelalter gegeben hat. Das Schwert war bedeutend und verbreitet, aber weder konnte es sich noch durfte es sich jeder leisten. Heute darf sich zwar jeder einen Mercedes SL kaufen, dennoch sind wesentlich mehr VW Golf unterwegs als Mercedes SL. Der VW Golf des waffentragenden Mannes war seinerzeit das lange Messer. Ein Arbeitstier, welches sich jeder zulegen durfte, das vielseitig einzusetzen und bezahlbar war. Meist schlicht im Aufbau, nicht zu lang, damit es ständig dabei sein konnte, mit einer Klingenform, die für den Hieb und für den Stich geeignet war. So praktisch, dass das Design für Jagdschwerter, eigentlich sollte es eher Jagdlangmesser heißen, und für eine Vielzahl von noch heute üblichen Messern übernommen würde. Beispielsweise findet sich die unter dem Bowie-Messer meist gebräuchliche Klingenform bereits im Mittelalter auf vielen langen Messern. Dass diese Klingen so vielseitig waren, dürfte unter anderem ein Grund dafür sein, warum sie heute relativ selten zu finden sind. Die Waffen dürfen schlicht und einfach aufgearbeitet sein. Man sieht die langen Messer auf mittelalterlichen Kunstwerken oftmals eingesetzt als Werkzeug, gewissermaßen als Vorläufer der Machete. Da die langen Messer sehr oft schmucklos als Waffe und Werkzeug des einfachen Mannes daherkamen, stießen sie bisher auch nicht auf besonders großes Interesse von Kuratoren und werden so gut wie nie in Museen ausgestellt. Dennoch waren sie im Mittelalter, speziell im deutschsprachigen Raum, sehr beliebt und weit verbreitet. Das lange Messer ist eine überwiegend einhändig geführte, einschneidige Waffe. Charakteristisch ist ein an der rechten Seite der Kreuzstange angebrachter kleiner Handschutz, oft Wehrnagel genannt. Der Griff ist meist mit einer Flachangel versehen und hat oft eine ähnliche Form wie ein modernes Küchenmesser. Einzelne Quellen deuten darauf hin, dass der Begriff langes Messer für alle einhändig geführten Schwerter, also auch die zweischneidigen, verwendet worden sein könnte. Nun betrachten wir diese Waffe ein wenig genauer. Grob kann man das lange Messer in zwei Abschnitte teilen: die Klinge und das Gehilz. Die Klinge besteht aus der langen Schneide
der kurzen oder stumpfen Schneide und dem Ort. Das Gehilz besteht aus einer Kreuzstange mit dem Wehrnagel, dem Griff und dem Knopf oder Knauf. Die Klinge kann man weiter anhand der Fähigkeit zur Kraftübertragung aufteilen. Der Teil von der Kreuzstange bis zur Mitte der Klinge wird Stärke, der daran anschließende Bereich bis zum Ort wird Schwäche genannt. Von Meister Leckküchner selbst sind zwei Handschriften erhalten. Es handelt sich hierbei um die Manuskripte CGM 582, verwahrt in der Bayerischen Staatsbibliothek München, und CPG 430, welches in der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt wird. Vergleicht man beide Manuskripte, so erkennt man ganz deutlich, dass es sich bei der Heidelberger Handschrift um das Konzeptmanuskript für die Münchner Handschrift handelt. Über weite Strecken sind die Sprüche und Glossen gleich, aber immer wieder sind Textstellen zu finden, die leicht verändert in das spätere Exemplar eingearbeitet sind. Leckküchner hat auch neue Techniken in der Münchner Handschrift ergänzt, die in der Heidelberger keine Erwähnung finden. Wie auch bei Lichtenauers Fechtanweisungen taucht die Leckküchnersche Lehre in diversen späteren Fechtbüchern erneut auf. Meist wurden dabei gekürzte Fassungen verwendet, die aber nichtsdestotrotz alle wichtigen Techniken enthalten. Beispiele hierfür sind das Fechtbuch Hans von Speyer sowie die Prachthandschriften des Paulus Hector Meyer. Auch im Fechtbuch von Albrecht Dürer sind einzelne Positionen aus der Messerfechtlehre Leckküchners bildhaft dargestellt. Leckküchner hat sich in der Ausformulierung seiner Lehre stark an die Lichtenauersche Lehre angelehnt. Dies wird sowohl im allgemeinen Aufbau der Texte in Glossen und Merkverse als auch in der Einteilung und Namensgebung der einzelnen Stücke deutlich. Vergleicht man die beschriebenen Techniken mit den Techniken Lichtenauers, so wird deutlich, dass diese fast identisch sind. Leckküchner fügte aber den bekannten Langschwertechniken noch weitere, oft speziell für das Messer nützliche Techniken hinzu. Auch mehrte er die Entwaffnungs- und Ringtechniken, welche in der Lichtenauerschen Lehre nur kurz angeschnitten werden. Es kann also vorausgesetzt werden, dass Johannes Leckküchner sowohl das Fechten mit dem langen Schwert als auch die Ringkunst meisterlich erlernt hatte. Leckküchner listete in seinem Zettel 6 verborgene Hiebe sowie 17 weitere Hauptstücke oder Technikgruppen auf. Die ersten 5 Hiebe entsprechen den 5 verborgenen Hieben Lichtenauers, jedoch führen diese andere Bezeichnungen. Der 6. entspricht in etwa der Technik, die in manchen Langschwertfachbüchern als Sturzhau bezeichnet wird. Auch die weiteren Stücke haben meist ihre Entsprechung im Langschwert. Beinahe alle Stücke sind aber mit wesentlich mehr Varianten und Kombinationen aufgeführt als bei allen Quellen zum langen Schwert. Taktisch gesehen scheint Leckküchner bevorzugt aus einer tiefen Position, vor allem der Hut Pasty, gefochten zu haben. Hieraus führte er gerne Stiche oder Hiebe zur Hand. An Hieben bevorzugte er den Entrüsthau. Er benutzte ihn vorwiegend, um sicher die Distanz zu überbrücken und Ring- oder Entwaffnungstechniken ansetzen zu können. Der Begriff Mensur bezeichnet den Abstand oder die Distanz zwischen zwei Fechtern. Im Messer wird die gleiche Mensureinteilung wie im Langschwert verwendet. In der weiten Mensur muss man einen Zwischenschritt machen, um dann mit einem Schritt angreifen zu können. In der mittleren Mensur kann man den Gegner mit einem Schritt erreichen. In der nahen Mensur kann man den Gegner angreifen, ohne einen Schritt zu machen. In der engen Mensur befinden wir uns so nahe, dass wir Greif- und Ringtechniken ausführen können.
Der Ausdruck Klinge in Linie bedeutet, dass die Waffe in gerader Linie auf das Ziel ausgerichtet ist und somit eine Blöße droht. Durch Schließen der Linie verstellt man der gegnerischen Waffe den direkten Zugang zu den eigenen Blößen. Vor und nach bezeichnen das Konzept, stets die Initiative zu ergreifen bzw. sie wieder zurückzuerlangen. Im Vor zu sein bedeutet, dem Gegner seine Aktionen aufzuzwingen und ihn in die Defensive zu treiben. Es ist also besser, direkt anzugreifen oder in die Vorbereitung des gegnerischen Angriffes zu attackieren, als auf die Bewegungen des Gegners zu warten. Nach bedeutet, dass man auf einen Angriff des Gegners reagieren muss. Ist man durch einen frühzeitigen Angriff des Gegners ins Nach gekommen, das heißt, man muss auf den Gegner reagieren, kann man durch Techniken, die gleichzeitig, also indes, abwehren und eine Bedrohung des Gegners herbeiführen, die Initiative zurückgewinnen. Der Begriff indes ist aber auch eng mit dem Fühlen verbunden. Fühlen bedeutet, im Augenblick des Kontakts beider Klingen die Druckrichtung des Gegners zu erkennen, um diese zu seinem Vorteil auszunutzen. Der Gegner kann nach vorne drücken, nach oben oder zur Seite. Die große Kunst ist es, die Druckrichtung auch unter Stress zu erkennen und auszunutzen. Wie im langen Schwert wird auch im langen Messer der Mann in vier Sektoren eingeteilt. Leckküchner nannte diese vier Sektoren die vier Zinnen, wohl um sich von Lichtenauer zu unterscheiden, der diese Sektoren als Blößen titulierte. Das Konzept, die Blößen durch eine horizontale und eine vertikale Linie, welche sich etwa in Solarplexushöhe kreuzen, darzustellen, blieb aber gleich. Hier sehen Sie die von uns verwendeten Trainingswaffen. Zunächst ein langes Messer aus Aluminium für das Partnertraining, ein scharfes aus Stahl für Schnitttests und Soloübungen sowie ein Shinai in der Größe eines langen Messers für den Freikampf mit vollem Kontakt. Und nun die Schutzausrüstung, die für ein verletzungsfreies Training nötig ist. Eine Fechtmaske, ein steifer Halsschutz, eine gepolsterte Jacke und Schutzhandschuhe, wie Sie zum Beispiel im Lacrosse oder im Eishockey Verwendung finden.